bisschen Yakihoki, viel Spaß. Geht doch mal Yakihoki. Das ist eine hochwertige Jacke, habt ihr es mal gesehen? Das ist auf jeden Fall glatt. Ja, weil auch keine Haare sind. Wie ein Baby. Ja. Ich hab schöne Haut. Ja. Das war ein bisschen flexen. Wenn wir da aufwärmen, spielen das nämlich nicht ins Team und Garth und ins Gegner spielen. Ey, da ja, wo wir im Garten gespielt haben, ey, Garth hat die ganzen Bälle bekommen. Ey, ich bin aber nur auf Kopfhöhe, nur. Ja, die sind immer wieder geschlackt. Die haben fast voll erfahren. Nee. Natürlich, Sportler. Guten Tag, ich begrüße Sie aus meinem mobilen Homeoffice im Regionalexpress der Linie 1 nach Frankfurt-Oder über Potsdam und Berlin. Wir wünschen eine gute Fahrt. Scheiße! Ja, der war irgendwo. Der hat das schon. Alter, schön, ich mit der Brille rüberkloppen. Da schneiden die Kurven. Der Klinge kann ich ja nicht da. Nö. Ey, wenn Merlin bei den Schnauzen kommt? Ja. Tut richtig. Ey, wenn ich mit Garten Team noch auf dem Ohr, denke ich schon mal weg. Weißt du, der Ball, er hat den Ball ganz leicht drüber gespielt. Alles noch mal. Ich habe ihn wirklich perfekt zu mir rüber gepritscht. Der war es aufgekommen. Ball wegschieben. Wo bist du denn früh eingekommen? Denk gleich. Dami sonst auch. Hm? Ich komme an wie sonst auch. Achso. Nee, wir mussten den Tunnel. Über den Tunnel laufen, weil er zu spät kam. Das ist für mich nur viel entspannter. Da kann ich vom Fuß so schön am Ende durch. Echt der Voll? Ja. Naja. Achso. Ich sehe, wie musst du zu selber fahren. Also, der Erste, der kommt, da steht eigentlich mal am Bahnhof. Das hat er. Hat der so ein Grün Wasser pumpen? Ja, der fährt. Ja. Komm jetzt auch, fahr ich wohl, da bin ich 9. Wenn wir nicht kommt, wo ich dann gehe. Und dann bin ich. Also, die meine ich. Der Markt ist vielleicht schon genug verrechnet. Dann kommt der hier und der Grenze dann. Mach Stunden. 15.000 Stunden, da habe ich schon 3 Stunden. 15.000 Stunden.
Mann, ich kann auch nicht stecken. Da muss ich schon 30. 30 und länger machen. 30 und länger machen. Boah, ey, da bin ich nicht angegangen. Der scheiß Weg zu haben. Ich bin nach Hause. Mein Schichtleiter wieder, ja, das war jetzt so fertig. Echt gut schön. Diese zwei Stapel. Also, nun hast du jetzt 35 Kisten, 20 Stück drin. 1000 Bier hat man sich nach Hause gegrennt. Ach, sehr die Scheiße. Ach, aber umgeschmissen. Hey, okay. Und mit einem Ding hat er über den Bügel gesteuert. Er musste festhalten. Der hat unter die Säge. Der war jetzt so ein Sauber auf seine Hose. Ja, tschüss. Schöne Woche, Alter. Sie haben Bügel. Ey, wenn ich mir für ein Rage bin, Alter. Wenn ich ihn entdecken muss, dann mach ich jetzt schon. Ja, wir uns mal dazu. Wir arbeiten zu dritt als Azubis. Weil nicht mein Geselle war da. Kommen die zwei Produktionsleiter. Wie haben Sie gemacht? Wir sind gerade in die Konto. Dann kommen die an. Nächste Station. Und sagen, wir sind, Götz. Mittelfahrtrichtung rechts aussteigen. Die haben den Teig jetzt fertig. Ohne Absprache. Sehr gut. Wir waren aber gerade dabei, Zöpfe, Feuerzöpfe zu machen. Und Igelbrötchen. Das sind ja noch für 20 Minuten. Und ist der Teig da? Dann haben sie sich allein an die Maschine gestellt. Die brauchen nur zwei Personen, das war es. Die sind einfach nur zu faul. Ein bisschen mehr kann, wir können gar nicht. Die scheiße Produktion sein. Einer musste den Text reinigen und einer hat uns nicht. 20 Blech. Nächste Station, Großkreuz. Mittelendfahrtrichtung rechts aussteigen.